Dann schauen wir doch mal. Gibt auf jeden Fall wieder irgendwas zu machen, zu tun. Oh, Schieberätsel. Drücken. Okay, aber wo muss es hin? Und es bleibt immer erst an der nächsten Wand oder am nächsten Hindernis, eher gesagt, hängen. Ansonsten rutscht es immer weiter wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ja, eigentlich ganz cool. Das heißt, was ist das jetzt hier? Wir müssen mit dem aber... Okay, was ist denn Ziel? Warte, können wir jetzt hier hoch oder was? Ah, okay. Das heißt, wir müssen den einmal nach hier drücken. Weil das ist jetzt, schätze ich mal, ein Knopf, wo der drauf soll, ne? Dann den nach da. Achso, Moment. Den noch einmal in die Richtung. Jo. Und das nach da. Können wir jetzt einmal... Ja, es tut mir leid, dass du... Hast du keinen Handschuh dabei? So, Moment. Ich wollte einmal kurz schauen, ob wir eventuell die beiden Huhn da noch bekommen. Aber Moment. Wenn wir den jetzt nach da schieben, kriegen wir den nicht mehr zurück, oder? Ja, doch, muss ja irgendwie. Man kann sich ja hier nicht softlocken, oder? Ja, genau. Aber Hermine kann ja nicht springen. Ah, hier kann man jetzt schieben. Aber kommt sie da hoch? Ja! Ups. So? Bonus bauen. Gut, da haben sie hier mitgedacht. Hier kann man sich nicht blocken. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur einmal schauen, dass wir den einmal nach da packen. Jupp. Ja, komm. Duck. Den nach da. Natürlich nehmen wir diese Truhen mit, weil wir alles mitnehmen wollen, was wir so mitkriegen können. Ist ja klar. So. Loslassen. Aber wie kriegen wir denn jetzt dahin? Achso, easy. Einmal außenrum. Jawohl. Und so kommen wir jetzt hier hoch. Cool bis jetzt das Spiel, ey. Sowas gefällt mir ja richtig gut. Zip. Bildkarte oder was bekommen wir? Ja. Prima. Primissimus. Prima Colonia. So, wollen wir einmal kurz reinschauen. Hexen, und zwar Morgan Le Fay, Mittelalter, Daten unbekannt, Halbschwester von König Artus, schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Oh. Gefährlich. So.
Da oben ist noch was. Das ist... Mit der Mine habe ich keine Angst. Ich kann gut so gut zaubern, mit der kann man nur gewinnen. Sieht sehr nach Bossfight aus, ne? Mir ist so kalt. Oh, arme Hermine. Das Glatius-Zauberbuch. Ich hab es. Ah, war ja klar, dass jetzt noch was passiert. Oh, es stürzt alles ein. Der Eistempel stürzt ein. Haben wir das Buch jetzt wenigstens mitgenommen? Wir kommen automatisch raus. Okay. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen gar nichts tun. Heilige Scheiße. Wir müssen gar nichts tun. Wir brauchen Glatius. Heiliger Kack. Ja, da packen wir dann noch Kreis. Hm? Was? Ach so. Viereck oder Dreieck. Das. Hä? Oh, wir müssen halten. Und nu? Oh, krass. Okay. Jetzt können wir einfach rüberlaufen. Ja, cool. So. Ich will das Feuer löschen. Um feurige Gegner abzukühlen. Sind die Fackeln Gegner? Oh, wahrscheinlich. Ich sehe jetzt Fackeln eigentlich nicht direkt als Gegner an. Aber anscheinend würden die uns angreifen. Gut. Noch eine Bildkarte. Gut, will ich auch mal sagen. Nochmal eine Hexe. Boah, irgendwann wird das schwer, sich das, glaube ich, zu merken. Ignatia Rilsmith, 1227 bis 1320, die Hexe, die das Flohpulver erfunden hat. Heißt die, die heißt irgendwie immer anders, oder? Aua, was soll das? Ey, die Fackel! Hör mal auf, die greift echt an, die Fackel. Das ist ja... Unverschämt, hallo? So. Wir haben das Buch jetzt schnell weg hier. Die wurde aus dieser aus diesem Eispalast auf einmal der Feuerpalast. Sehr gut gemacht, Hermione. Okay, das geht nicht, weil das kein Gegner ist. Okay. Wir müssen die Treppe da irgendwie wieder aktivieren, um zurückzukommen. Fragt sich dann natürlich nur, wie. Aber erstmal schnappen wir uns die Truhe. Ja. Ja, cool. Mal gucken, was das ist. Salamander, Feuersalamander. Eine im Feuer wohnende Echse, die sich von Flammen ernährt. Sie leben nur so lange, wie das Feuer, dem sie entsprungen sind, brennt. Aha, also wenn wir Glatius darauf einsetzen, werden sie sterben. Und man muss sterben. Hey, da fällt mir auch der letzte Rest des Liedes wieder ein. Und man muss sterben. Hey, das ist ein Knopf. Wir kommen an den Knopf nicht dran. Wir müssen schieben. Und zwar...
Ah. Nach oben. Dann nach hier. Dann nach hier. Dann nach da. Das habe ich direkt gesehen. In meinem inneren Auge. Von meinem inneren Auge habe ich den Weg direkt schon aufblinken sehen. Und habe ihn mir gemerkt. Er kann so einfach sein, wenn er denn dahin muss, wo wir ihn gerade hinschieben. I don't know, weil... Wie soll man denn so immer noch an den Knopf kommen? Ist eigentlich vollkommener Quatsch. Ist gar kein Quatsch. Ah, weil wir ihn hier auf einmal schieben können und das kein Hindernis ist. Ja, gut. Oh, dann wieder ein zu weit. Hey. Hoch. Oh, nein, du sollst eigentlich hoch. Ja, und jetzt drücken. Sehr schön. Wow. Da sagst du was. Hier habe ich aber noch die Truhe gesehen. Nehmen wir mit. Nee. Aber wieder volles Leben. So gut. Bum, 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 bum. Solche Spiele machen Spaß. So, alles einfrieren. Noch ein bisschen weiter einfrieren. Ich habe Angst, dass wir dazwischen runterfallen. Genau. Sehr gut. Wir dürfen natürlich auch nicht zu lange brauchen dafür. Boah, da sind die Feuersalamander. Oh, passt auf. Können die jetzt auch Glacius oder... Ja, ja. Wir müssen dafür da... Wir müssen aber dafür erstmal dahin. Wir wollen denen ja helfen. Ja, komm schon. Hey, kommt her. Oh, man kann die rufen. Ach so, genau. Leben nur so lange, wie das Feuer, dem sie entsprungen sind, brennt. Stimmt, da war ja was. Ey! Ja, irgendwie funktioniert das aber nicht so ganz. So, das funktioniert. Und jetzt... Aua, nicht in das Feuer rennen. Und jetzt bist du dran. Und jetzt löst der Ding in sich auf, ne? Nein? Das war der falsche Salamander? Hä? Okay. Jetzt kommt der Oberfeuerbobo. Nö, kommt da nicht. Okay. Kriegen wir dadurch auch Bohnen. Hm. Dann ist jetzt Hermine unser Glacius-Experte und die anderen beiden sind erstmal noch für Flipendo zuständig. Aber solange das hier alles so heiß und feurig ist, sollten wir dann bei Hermine bleiben, schätze ich mal. Wo schickt uns dieser Lupin nur schon wieder hin, ey, für fucking Verteidigung gegen die dunklen Künste, um Glacius zu lernen. Oh, wir sind aber wieder am Anfang jetzt, ne? Sind wir durch hiermit, oder? Ja, noch nicht ganz. Oha! Findest du? Finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so krass super. Schnell in Deckung! Wie in Deckung? Oh. Ach so. Warum und warum? Und wie können wir Schaden machen? Immer wenn er daneben schlägt, kurz oder was? Bin doch dabei. Oder nicht? Hä? Was macht sie nun?
Okay, Moment, irgendwie. Wie machen wir den? Ach so, das hat ihm jetzt Schaden gemacht. Dann sollten wir erstmal weiter ausweichen, nehme ich an. Löscht das Feuer? Nein, 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 nein. Das da. Genau. Oh nein, sie ist wirklich wütend. Ja, und? Oh! Ja! Das hat geklappt. Ey! Ja, wer? Emine ist gleich tot. Cheat! Oha, wir müssen hier weg. Nein, 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 weg, 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 weg. Oh mein Gott. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Okay. Ja, genau so. Mach dich du doof. Hä? Ja, aber wir... Hä, was ist denn? Okay. Egal, hoffentlich hat geklappt. Oh, ganz schön laut. Können wir einmal kurz gucken, ob wir unterschiedlichen Dings einstellen können? Ne, geht nicht, okay. Alter, Himini ist gleich sowas von dead, ey. Haben wir nirgendwo einen Schokofrosch oder sowas mal? Oh, 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 oh. Nirgendwo ein Schoki? Froschi? Alles, wenn wir hier alle mal so ein bisschen Eis. Ne. Okay. Hoffen wir gleich mal ein bisschen Heilung zu bekommen, was? Dum, 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 dum. So, erstmal geschafft. Aber hoffentlich, dass wir hoffen mal, dass wir gleich Hermine mal heilen können. Prima, Harry, Ron, Hermine. Eine ausgezeichnete Leistung. Dankeschön. 50 Hauspunkte für Gryffindor. Geil. Das war's für heute. Ihr könnt gehen. Harry? Können Sie mir zeigen, wie Sie den Dementor verjagt haben? Ich bin zwar kein Fachmann für den Kampf gegen Dementoren, aber ich will dir helfen. Aber nicht jetzt. Ich habe noch eine Menge zu tun. Das war eine unpassende Zeit, um krank zu werden. Ich sag dir Bescheid, sobald es mir besser geht. Los, Harry, wir haben Zaubertränke. Oha. Stimmt, wir können ja gar nichts auf Kreis legen, weil... Wo ist Hermine? Weil Kreis natürlich Charakterwechsel ist. Boah, cool. Der Raum sieht aber echt so aus wie in den Filmen, ne? Die kann man jetzt nicht ansprechen. Oh, da oben ist der Truhe. Und auch hier der Eingang zum Büro, ne? Sieht echt langsam genauso aus wie im Film. Nice. Ohoho. Irgendwann weiß ich sowieso nicht mehr, wo wir dann was neu war, aber ja, mal gucken, ob wir das dann immer noch vorlesen können. Da war jetzt wieder eine Hexe. Und zwar Beatrix Bloxam, 1794 bis 1810, schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Ah ja. Also über Drogen. Einfach über Drogen geschrieben. Warte, was ist denn jetzt überhaupt unsere Aufgabe? Ach ja, Zaubertränke, uff. Ah, kein Wunder, dass Hermine schon wieder weg ist. Sie ist natürlich vorgerannt, um ja nicht zu spät zu einem Unterricht zu kommen. Zu einer Unterrichtsstunde. Immer her mit den Bären.
Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir die 250 erreichen. Kommen wir nicht vorbei. Bum, 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 bum. Auf zu Zaubertrank. In welchem Stock ist Zaubertränke? Wir haben nichts gesagt, ne? Weg, weg, weg da, Harry Potter im Anmarsch. Was Besseres als ihr, ich habe eine Narbe. Hm. Let, 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 let. Hi. Zauberkunst. Nein. Ach ja, Zaubertränke ist für gewöhnlich im Kerker. Oh, wir sind mal unten hier in der Eingangshalle, right? Gibt's hier irgendwas? Nö. Ah. Ah, hier geht's zur Eingangshalle. Was hieß es noch von vorhin, was man in der Eingangshalle sammeln konnte? Um irgendwas anderes zu machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist jetzt McGonagall. Nee, das ist auch nicht McGonagall. Wo geht's? Okay, dann haben wir jetzt aber somit schon das ganze Schloss eigentlich kennengelernt. Es geht nur darum, in der bei den Treppen, ne? Die unterschiedlichen Stockwerke, also Zauber, also Unterrichtsklassenräume so gesehen. Warum vergeuden wir hier unsere zu betreten. Wir vergeuden unsere Zeit doch gar nicht. Ron. Große Halle. Da möchte ich aber einmal schon rein und mir das einmal ansehen. Wie es da drin ausschaut. Ich habe gesehen, die Uhren für die Hauspunkte stehen in der Eingangshalle und nicht in der großen Halle. Komischerweise. Aber die Decke ist gar nicht verhext. Was ist hier los? Hier bin ich bestimmt falsch. Meinst du? Das Team, das als erstes alle Gegner unschädlich macht, gewinnt? Was? Oh, es ist ein Duell. Oh. Miloforce. Philo. Flipendo. Flipendo. Nimm das. Ja. Ich glaube, es ist ohne Friendly Fire. Flipendo. Der erste ist schon platt von denen, so wie es aussieht. So, der zweite folgt zugleich. Boah, das war knapp. Flipendo. Philo, hör auf. Philo nervt. Ey, ich will die hier haben. Ey. Philo, geh weg. Ashi. Leg dich schlafen, du Gör. Ich möchte die Bohnen haben. Gryffindor gewinnt. Hör auf damit. Gehen wir, okay? Ja, aber ich möchte die Bohnen erst noch sammeln. Ruhe. Haben wir das jetzt hier abgearbeitet in diesem Buch oder was heißt das jetzt? C. Die waren voll gut. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Das ist aber traurig.